Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Chasers Night War für die Switch. So, wir befinden uns immer noch im ersten großen Dungeon. Haben wir gar nicht so viel erreicht. Aber werden mal uns weiter hier alles durchforsten. Hier hinten, das ist so ein... Hier kann man theoretisch ein paar Sachen bauen. Haben wir letztes Mal versucht. Nicht versucht, haben wir sogar gemacht. Aber wir brauchen eigentlich gar nicht mehr hier. Denn wir haben... Und die haben das alle schon. Hier könnte man was... Da fehlen uns natürlich ein bisschen kondensierte Mana. Okay, aber jetzt geht's erstmal weiter. Bin schon gespannt. Generell wundert, ich höre mich ein bisschen erkältet an. Das liegt daran, dass ich eigentlich gar nicht erkältet bin, aber ein bisschen hier ein kleiner Pollenflug hier wohl ist und ich irgendwie das nicht ab kann. So, die Passage scheint aus dem alten Lehrbuch zu stammen. Im Laufe der Zeit zwang andere Konflikte auf der Welt Wankler zu einer Umstrukturierung der Zuordnung seiner militärischen Ressourcen. Der eiserne Außenposten gehörte zu den ersten großen militärischen Einrichtungen, die ein dramatisches Absenken der Truppenzahlen erlebten. In dieser Zeit fielen außerdem ein jähes Absenken des in der Gegend verfügbaren Manas. Viele Minen und Brunnen wurden unwirtschaftlich oder waren es einfach erschöpft, was die Entscheidung, Truppen zu verlegen, erheblich vereinfachte. Als dies geschah, setzte ein Ring in kleinere Fraktionen um das wenige Mana ein, was es auf der Insel noch gab. Okay. Haben wir gesammelt. Sehr gut. Drüben sind schon wieder ein paar kleine Gegner. Ist das immer ein Brunnen, der uns heilt? Ein Brunnen der Macht, ein Wissensbrunnen? Du erzeugst passive Kraftreserve in der Schlacht. Oh, cool. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel bis jetzt findet. Also ich finde das ziemlich cool. Es ist wirklich ein cooles... Also bis jetzt gefällt es mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und man wird bestimmt lange daran Freude haben. Okay. Bleib stehen. Ihr werdet nicht weitergehen. Es kann hier enden, wenn du uns sagst, wo unsere Freunde sind. Sie sind gewiss tot. Wenn nicht, werden sie es bald sein. Nachdem wir euch getötet haben. Ihr hättet nicht herkommen sollen, Fremde. Oh. Geht's los. Okay, da ist noch ein Unsichtbarer. Das heißt, wir müssen... Ei. Okay. Was ist denn hier? Flinke Reinigung? Entfernt bis zu 2 Schwächungen von einem Verbündeten. Okay, brauchen wir nicht. Wir müssen irgendwas haben, dass wir den Passiven da links auch irgendwie... erwischen. Also... okay, die Abschlüsse abentwickeln jetzt hier. Wir machen das mal. 10 Kraftreserve plus. Okay. Oh, was ist denn? Ein Stachel. Fügt 11 Schaden zu und erzeugt 20 Kraftreserven. Fügt eine Blutung hinzu, die 3 Runden lang jeweils 21 zufügt. Oh cool, das ist natürlich nicht schlecht. Das machen wir. Und den wirken wir auf... ihn hier vorne. So, dann eine Blutung. Und bei ihm auch verspotten. Lenkt die nächsten 3 auf Kuli. Ah, das ist auf Kali. Da ist natürlich unter Tank. Könnten wir natürlich machen. Aber wir machen erstmal was anderes. Deckenschwung. Fügt 45 Tun verwandelt. Streuschuss. Fügt einer und fünf benachbaren Ziel. Machen wir auch nochmal. Jetzt geht's los. Okay, leider nur eine Nacht dort mal hinten. Eieiei. Okay. Ist auf jeden Fall gesessen. Und. Trifft alle Feinde für jeden 42 magischen Schaden. So, das machen wir mal. Ist zwar langsam, aber trotzdem. Aber der Tank hält einiges aus, würde ich sagen. Ach, so ein Tank ist heil. Natürlich schlecht. Aber, warte mal, haben wir nicht noch hier einen? Okay, einen müssen wir platt machen. Und das ist der hier vorne. So, der ist weg. Wichser.
Okay. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Eieiei. Das haut aber rein. Okay. So. Was haben sie davon? Der Kampf an sich war gar nicht so schwer. Aber es hat natürlich ein bisschen reingehauen bei uns. Mal gucken. Außenposten-Tonika. Die schauen wir uns gleich mal an. Sollte ja was Schönes sein. Schauen wir uns mal an. Okay, das ist der Dungeon. Da können wir sehen, da oben ist noch ein fetter Gegner. Den haben wir noch nicht erwischt, aber das machen wir noch. Aber erstmal geht uns das erstmal um... was wir eingesammelt haben. So, also die Tonika. Aber der Angriff steigert sich. Setzen wir trotzdem mal ein. Genau. Hilft nur gegen Eile, das ist wichtig. Warum nicht? Okay. Aber warte mal, wenn wir jetzt. Hier sind wir. Wo sind wir denn jetzt gerade? In diesem Bereich. Das heißt, wir könnten auch nach unten gehen gleich. Ist das richtig? Ja, ne? Machen wir mal. Nee, Quatsch. Wir gehen nicht nach unten, wir gehen natürlich geradeaus rüber. Wir haben uns ja gerade die Brücke erobert, also das wäre jetzt ja Quatsch. Heilen wir uns einmal kurz. Gehen wir da rein. Bin gespannt. Gehen wir ins Licht. Ah, guck mal. Da ist jedenfalls noch eine Werkzeugbank. Eventuell können wir noch was bauen, ich weiß es nicht. Haben wir noch irgendwas, was wir bauen können? Außer die K.O.-Handschuhe haben wir eigentlich nichts, ne? Gibt uns nicht wirklich was hier. Da fehlen uns die Zutaten für. Ah, Mann. Nun gut. Ach Mist, ich wollte jetzt hier ein bisschen was bringen, wenn ich jetzt drauf war, aber... scheint nur ein bisschen was. Diese Gruppe steht unter meinem Schutz, die werdet ihr nicht tun. So, ist betäubt. Okay. Fledermaus weg. Und hier würde ich sagen. Ach, ehrlich. Ich dachte, ich könnte noch vor ihr erwischen. Das kommt dabei raus. Ja, das stimmt. Ja, sehr gut. Haben wir so gefunden da drin.
Nochmal Karo-Handschuhe. Die bringen uns nicht so viel, die haben wir ja schon. So ein Buch. Oh, 454. Jahrzehnte nach seinem Bau wurde schließlich der abschließende Befehl gegeben, den eisernen Außenposten vollständig aufzugeben. Das noch auf der Insel verbliebene Mana war so spärlich, dass sich eine größere Unternehmung nicht mehr rentierte. Die Konflikte, die Vanglor anders ausdrückt, wuchsen sich zu Kriegen aus, was die ehemals extrem wichtige Insel zur Bedeutungslosigkeit verurteilte. Nach dem Rückzug der Militärtruppen blieb es den ursprünglichen Bewohnern überlassen, für ihre Verteidigung gegen kriminelle Elemente zu sorgen. Die hofften, jegliches noch verbliebene Mana in Besitz zu nehmen, koste es, was es wolle. Dabei wurden praktisch alle Kommunikationslinien zu den Leuten der Insel unterbrochen, was zu der Aura des Geheimnisvollen, die aktuell über dem Land liegt, erheblich beigetragen hat. Okay. Kann ich benutzen, wenn wir in der Nähe sind? Ah, okay. Wo geht's hier oben hin? Wir gehen einmal rum, schauen wir mal, wo es ist. Okay, hier ist Slimy und Dingbums. Hier gehen wir doch einfach nach unten. Mal ganz kurz gucken. Also, was für ein Talent hat sie nochmal? Betäubt vor kurzem alle Feinde in der Nähe. Betäubt wird in der Schlacht mitgenommen. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft habe, ihn zu betäuben. Oder? Na gut. So, was ist das? Den hier nochmal. So. Bauchklapper. Sollte eine Geschichte gewesen sein. Sehr gut. Schlampig, das kommt dabei raus. Sieg! Sehr gut. Gewöhnliche Teile. So, jetzt machen wir die Truhe auf. Und dann legen wir uns diese schönen Bücher an. Der Sonnenkönig Quinn regierte sehr lange. Jedes bekannte Land gehörte zu seinem Reich. Seine Schatzkammer waren randvoll mit Goldmützen. Doch als er starb, konnte er sie nicht mitnehmen. Die Worte von vier Finger Quinn sind blass am unteren Rand der Notiz zu sehen. Es habe der Verfasser sie ausradiert. Na, okay. Okay. Das gefällt mir nicht. Das ist ganz offensichtlich eine Falle. Das Buch. Vielleicht sollten wir es lesen. Hm, ja, das erscheint mir weise. Die Worte von vier Fingerquellen sind blass am unteren Rand der Notiz zu sehen. Na gut. Also drei Türen. Okay, die Worte von vier Finger Quinn sind blasser und am Rande zu sehen. Das habe ich, was sie ausradiert. Was bedeutet das? Von vier Finger Quinn. Kann man da irgendwas erkennen? Oder irgendwie sehen können, was sein könnte? Kann ich auch nichts erkennen, irgendwie, dass ich sagen würde. Ah, was macht man denn da? Von vier Finger Quinn. Mehr ist ja nicht zu lesen, ne? Hä? Ist ein kleines Rätsel wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Es tut mir leid. Ja, zu doof dafür. Das kann natürlich auch sein. Aber auf diesen Kreuzen ist nichts anderes zu erkennen. Die Truhen sehen doch auch alle gleich aus. Im Hintergrund sieht es auch ähnlich aus. Kann man da irgendwas anderes erkennen? Ich erkenne da jetzt nicht. Jeder was? Wahrscheinlich auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich mach jetzt auch mal hier das Rechte auf. Oh. Eieiei. Ein kleines Trüchen. Also los. Okay.
Okay, und dann vergiftet die Sonne. So, reinigen den gleich mal. Und hauen den Typen doch mal. Aber doch. Vielleicht können wir noch. Der Galli angreifen. Ja, hat die so ein bisschen. Was macht das? Ist das unser Tank? Eieiei, halt eigentlich noch rein, ne? Aber müsste vielleicht trotzdem möglich sein. Oh, da haut das jetzt mal rein. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall verhindern. Ist das dein Ernst? Okay. Und hier müssen wir vielleicht was anderes nehmen. Oh, betäubt auf jeden Fall. Mein Gott. Oh, wir sind hier wirklich fertig. Aber die war schon nicht schlecht, die Truhe, ne? Hat schon was reingehauen. Talspeer-Tunika und ein irgendein Brief. Brief ist. Wir schauen einfach ganz kurz an, was wir da gefunden haben. Und zwar einmal ein Ring. Angriffsdauer erhöht. Und hier die Tunika. Physische Abwehr, Magieabwehr und Ausdauer erhöht. Nur Angriff geht ein bisschen runter. Wir lassen es erstmal so. Aber wir müssen uns vielleicht mal kurz ein bisschen, ein kleines bisschen heilen. Und vielleicht noch so ein, nehmen wir auch noch mal rein hier. Okay. Gut. Die nächste Tür. Ah, oh, sieht wieder voll aus, ne? Schlecht! Okay. Ich darf als erstes angreifen, die Truhe. Oder wir greifen als erstes an. Eine kleine Blutung. So. Okay. Was sieht da denn jetzt? Oh, oh. Eieiei. Mist. Da geht das ganze Gift auch nicht rein. So, flinke Reinigung können wir machen. In den nächsten Runden, ah, das ist auch doof. Wir müssen das Viech schnell ausschalten. Ich kriege nämlich ganz viel Leben hier gerade.
shit. Oh, Mist, Mist, Mist. Okay, aber jetzt kriegen wir ihn. Sehr gut. Das war beinahe ein fairer Kampf. Okay, wir gucken, was wir jetzt bekommen haben. Na gut. Also, wir haben jetzt noch so einen Ring bekommen. Und ein Schwert. Das Schwert geben wir gleich mal unserem guten Kollegen hier. Kann unser Typ uns noch heilen? Ja. Okay, die sind schon mal weiter geheilt. Dann müssten wir noch einmal ihm leider so ein kleines Ding geben, weil wir besser geheilt sind. Ja, das war's. Gut, versuchen wir die nächste. Oh. Eine normale. Na. Mal Glück gehabt. Ah, da haben wir genug von eigentlich. Naja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, also. Oh, jetzt guck mal, jetzt können wir es da hinten auch benutzen, weil kein Gegner in der Nähe ist, oder was? Gut, da können wir uns immer zu den verschiedenen Plätzen erkunden, Eisen aus. Können wir uns jetzt hinbeamen, wenn wir wollen. Wollen wir jetzt aber gar nicht. Und ja, also das war's für diese Folge. Wie ihr sehen könnt, wartet da oben ein großer Boss auf uns. Den werden wir als nächstes angehen. Hoffe, ihr seid dabei. Oder wir erforschen das andere. Das wissen wir nicht. Das sehen wir in der nächsten Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.